Am Tisch des Bundesverbandes Deutscher Eisenbahnfreunde mit seinem Vorstand Michael Krumm im grünen Hemd sitzt auch eine junge Dame, die mit ihren Brüdern ein, sagen wir, Start-up gegründet hat. Also wir haben das Hobby Modelleisenbahn als Hobby und haben auch eine Leidenschaft fürs 3D-Drucken und haben dann mal versucht, die beiden Hobbys zu vereinen und sind dann darauf gekommen, dass man eben Oberleitungsmaschen da vielleicht recht gut machen könnte und haben das dann entwickelt und nach hat sich das so entwickelt, dass wir Oberleitungsmaschen drucken. Meine zwei großen Brüder, Christoph und Stefan, und meine kleine Schwester Julia macht auch schon ein bisschen mit. Oberleitungsmaschen bis jetzt nur für H0, Streckenmaschen, Mittelmaschen, Rohrausleger. Quertragwerke haben wir auch schon gemacht. Wir haben schon über 1000 Maschen produziert und verkauft. Und verkauft, jede Menge, wirklich ganz viel. Also wir haben die Rohrausleger einmal in besonders filigran und einmal in etwas günstiger. Und die Ausleger hier kann man auf Wunsch, so können wir die so liefern, dass man sie verschieben kann, dass man sie dem individuellen Gleisabstand genau anpassen kann. Und wir können auch die grundsätzliche Höhe ganz individuell machen. Ein bisschen niedriger, ein bisschen höher haben wir alles schon gemacht. Und geht mit einem 3D-Drucker ganz unkompliziert. Und wir kriegen da auch gern Anregungen. Also wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Aber noch ist es eher ein Hobby, genau. Aber es macht uns wirklich Spaß und wir schauen mal, wie es wird.